Na, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich bin gerade verwirrt, warum kann ich denn mit Herzog Nathaniel noch reden? Habe ich da nicht schon das letzte Mal geredet? Egal. Gucken wir mal, was wir für eine Nachricht haben. Bestimmt wieder Werbung. Von Kula Crosset vor 3 Stunden. My friend, can I help you? MMOWin.com soll das wahrscheinlich heißen. 100k, 10 Euro. Lot of items to delivery. Racial motive. Ah, dreckigen Werbungen. Jedes Mal das gleiche. Egal. Waffe weg, das sieht besser aus. Niemand, der ein so schweres Verbrechen begangen hat, darf mir jemals wieder dienen. Was wird jetzt geschehen? Sir Hugh mag sein Leben behalten, aber er wird keinen Fuß mehr in meinen Hof setzen. Ich entziehe ihm hiermit seine Ritterwürde. Ich verbanne ihn aus Sturmhafen. Auf eine Rückkehr steht der Tod. Dennoch ist ihm ein gnädigeres Schicksal vergönnt als meiner Frau. Oha. Aber komisch, immer noch komisch, dass ich das nicht das letzte Mal schon machen konnte. Da war nicht die Möglichkeit, mit dem Typ zu reden. Egal, wir bekommen Wächter der Ehre. Schwere Rüstung. Was sehen denn da meine vertrieften, eitrigen, müden Augen? Eine schwere Rüstung, die deutlich besser ist als die momentan angelegte, wie man sieht, ist ja auch 2 Stufen höher, rüstet nämlich um 111, das heißt, wir sind um 24 Punkte besser, dann gewährt es maximales Leben von 46, also auch besser und verstärkt, erhöht die Rüstung dieses Gegners um 5%. Diese Rüstung ehrt Player denjenigen, der denjenige, die den Mord an Herzogin Lakana gerichtet hat. Geil. Da soll eigentlich unser Name drin sein, das heißt, die Rüstung ehrt Paxis, der den Mord an Herzogin Lakana gerecht hat. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das richtig zu programmieren. Es steht nämlich nicht da, dass ich das bin, sondern einfach der Befehl kann man da lesen. Aber ist lustig. Und wir bekommen sogar einen Fertigkeitspunkt, aber Fertigkeitspunkte haben wir in letzter Zeit ja sowieso genug. Ach, Inventar ist voll. Ja, wir müssen ganz, ganz schnell irgendwo hingehen und Zeugs verkaufen. So, was brauchen wir denn nicht? Was brauchen wir denn nicht? Das brauchen wir nicht. So, jetzt mal ran mit dem Speck. Ach, du doch nicht. Nein. Ach, nein. So, jetzt aber. Niemand, der ein Sir Hugh mag sein Leben, die unmittelbar vielen Dank. Mag gebannt sein. Doch ich fürchte, es könnte sich hierbei um mehr handeln als nur ein zufälliges Ereignis. Sir Hugh wurde von Albträumen in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe gehört, dem Konstabler von Köglin soll es ähnlich ergangen sein. Wir müssen mehr über dieses sogenannte Omen erfahren. Traumschlechter! Wo würde ich so ein Wissen finden? Die Geisthüter der Abtei der Ausgestoßenen. Sie befassen sich mit dädrischen Ritualen, aber sie sind von wohlmeinender Natur. Sprecht in der Abtei mit Bruder Muran. Fragt ihn, ob das Auftauchen dieses Omens uns größere Sorgen machen sollte. Falls dem so ist, sollten wir Großkönig Emmerich warnen. Ich werde Muran aufsuchen. Sehr schön. Dann legen wir mal unsere neue coole Rüstung an. Wächter der Ehre. Okay. Wie gesagt, also die hätten echt die Beschaffenheiten und das Aussehen der Rüstungen in etwas krasser verändern können, weil es sieht alles total ähnlich aus. Totaler Einheitspreis. Gefällt mir nicht so, muss ich zugeben. Aber oh, das ist eine coole Axt. Warum habe ich nicht so eine coole Axt? Welches Level ist der? 21, okay. Die sieht ganz cool aus, die Axt. Die ist auch mal ein bisschen anders als die Standardwaffen, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und gucken uns an, wie wir jetzt weiter verfahren. Müssen wir aber noch eins raus. So. Ach so, wir können ja was... Ach, Lebensregeneration haben wir sogar noch. 19 Minuten, okay, dann brauchen wir gar nichts Neues. Dann gucken wir mal, was machen wir? Ach ja, wir haben ja hier noch eine Menge Missionen, sehe ich gerade. Ja, dann würde ich sagen, sammelt Wappenröcke der Ritter der Flamme. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die einfach mal. Die Missionen, also wir haben, ach nee, wir müssten eigentlich erstmal, ganz ehrlich, wir müssten eigentlich erstmal Zeugs verkaufen gehen. Deswegen könnten wir uns ja mal hierhin teleportieren. Weil es bringt so nichts. Unser komplettes Inventar ist voll. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr Sachen sammeln. Deswegen gehen wir da erstmal zurück und verkaufen unseren Schmand.
Sturmhafen. Es gibt Gegenstände in 5 verschiedenen Qualitätsgraden, welche in 5 Farben dargestellt werden. Das weiß ich natürlich schon. So, und jetzt gehen wir zu irgendeinem Händler. Hier vielleicht irgendwo ein Stall, wo ich mir ein neues Niam-Niam für mein Pferd kaufen kann. Das sieht doch aus wie ein Stall, aber... Vielleicht wird jetzt endlich alles wieder so... Okay. Ich dachte auch eigentlich, dass Ställe immer eingezeichnet werden, wären auf der Karte. Stelle nicht zu laut sagen. Da neben dem Konstabler ist noch ein... Jetzt steht also der Konstabler am Pranger. Das ist mir gleich, solange es die Schaulustigen anzieht. Gefällt euch etwas? Gut, wir verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, paufen, paufen, wir verkaufen. Ich glaube, dieses Leid brauchen wir auch nicht mehr. Das bringt 35 Minuten lang 66 Leben. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. So, das Kraut können wir, denke ich, erstmal behalten. Zack, zack. Okay, die ganzen Stäbe, generell die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Oh, das Ektoplasma ist ja ein bisschen was wert hier. Gar nicht schlecht. Feineisenerz. Grasatrauben wüsste ich jetzt nichts, wofür wir das brauchen. Hammelpastete behalten wir, das können wir dann direkt mal essen. Hundenstein erhöht die Qualität von normal auf erlesen. Schmiedekunst brauchen wir auch nicht. Kobaltschemel können wir behalten. Orkischer Hopfen fällt mir jetzt auch nichts ein. Rotweizen, brauchen wir das? Ich glaube, das brauchen wir für irgendwas. So, die Glyphen brauchen wir, glaube ich, alle nicht. Wobei dieser 10 Kälteschaden sieht gar nicht so schlecht aus. Den behalten wir mal. Serum der Ausdauer brauchen wir nicht. Das auch nicht. Serum des Lebens können wir verkaufen. Weg. Stahlbarren. Okay. Das sind aber ziemlich viele Sachen. Weizenbrei. Den brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Okay, da haben wir jetzt 27 von 60. Das sieht doch ganz gut aus, ich würde sagen. Damit kommen wir jetzt erstmal eine ganze Ecke lang hin. Gibt es ja eigentlich irgendwo Waffenhändler? Sieht nicht so aus. Ist ja auch nur eine kleine Babystadt. Dann können wir eigentlich... Wir reiten erstmal hier raus. Dann können wir erstmal die andere Mission machen, die hier auf dem Weg liegt. Passt mal auf. Passt mal auf. Und zwar die hier. Sprecht mit Marlene. Ja, dann machen wir das erstmal, wenn wir einmal hier sind, bevor wir jetzt wieder hoch und runter rennen, das macht ja keinen Sinn, dass wir hier die ganze Zeit hin und her rennen. Dann nehmen wir erstmal die Mission und klären das Gebiet hier. Mal aufpassen, dass wir hier vielleicht nicht in sinnlose Gegner reinrennen. Oh, hier gibt es auch eine neue Mission, sehe ich gerade. Sehr schön. Könnt ihr mich bitte losbinden? Bruder Perry. Es ist gut, dass ihr vorbeigekommen seid, Freund. Die Familie Vanne braucht dringend Hilfe. Wenn ihr mich losbindet, könnten wir vielleicht eine höflichere Unterhaltung führen. Wer hat euch gefesselt? Die überirdischen Träumer. Ich hätte so etwas kommen sehen müssen, aber ich habe versagt und ich brauche eure Hilfe, um die Sache wieder gerade zu biegen. Die Träumer haben Ingrid Vanne gefangen genommen, die Besitzerin dieses Hofes. Und ich fürchte, sie hegen finstere Absichten. Was für dunkle Absichten? Ich bin wirklich erpicht darauf, die Lage genauer zu erläutern. Aber meint ihr, wir könnten unsere Unterhaltung vielleicht dort drüben bei der Brücke fortsetzen? Tja, damit ihr mir dann in den Rücken fallen könnt und mich umbringen? Niemals! Sicher, lasst mich euch losblinden. Begonnen, der schlummernde Bauer. Dort können wir ungestört reden. Oh nein, er wird dich gleich wieder wegzaubern, passt auf. Oh, ich wusste es, ins Nichts. Da müssen wir aber ganz schön weit weg. Ist hier nicht irgendwo eine Mission nochmal gewesen? Aber gut, wir müssen vielleicht eh nochmal zurück zu dem Hof. Oder? Ja, komm. Dann reden wir mal mit dem guten Perry auf der Brücke. Wir haben lange keine Truhe mehr entdeckt, aber ehrlich gesagt, es ist ja alles so dicht mit Wegen, Missionen etc. bewandert. Ich glaube auch leider gar nicht, dass es hier so viele Truhen gibt. Und wenn, dann werden die wahrscheinlich... schon alle geöffnet sein. Aber er kennt mich. Ich schaue natürlich trotzdem umher. Namiras Fäulnis.
Namiras Fäulnis. Hat da vielleicht die Namira diesem Pilz den Namen gegeben? Kann das sein? Die faule Namira. Man munkelt. So, jetzt reden wir aber mal mit dem Perry. Vielleicht können wir jetzt eine Höhle. Ach so, ja, die verrückten Irrlichter greifen mich an. Ach. Und verschwinden dann wieder, okay. Vielleicht können wir jetzt eine höfliche Unterhaltung führen. Ich bin Perry, Bruder Perry. Ich reise auf meinem Weg zur Abtei der Ausgestoßenen durch Alcaire. Ingrid Evanne hat mir ein Zimmer für die Nacht angeboten. Dies war die Nacht, in der die überirdischen Träume angriffen. Was hat er denn immer mit seinem Höflichen unterhalten? Ist es nicht höflich, wenn man gefesselt sich mit dem anderen unterhält? Man kann sich doch auch höflich im gefesselten Zustand unterhalten, oder etwa nicht? Wisst ihr, warum sie angegriffen haben? Sie dienen Vermina, der dädrischen Fürstin der Albträume. Ich weiß das, weil ich ein Eingeweihter aus der Abtei der Ausgestoßenen bin. Wir wussten, dass die Träumer in Alcaire aktiv sind. Doch ihre Pläne für Ingrid Evanne deuten auf einen aggressiveren Plan hin, als wir dachten. Was sind ihre Pläne für Ingrid Evanne? Die überirdischen Träumer haben sie in einen tiefen Schlaf versetzt und vor einem Portal festgebunden. Zweifelsohne führt es in Verminas finstere Domäne. Sie werden einen dädrischen Geist beschwören, der in Ingrides Körper einfahren soll. Ihr müsst diese Verzauberung brechen, um sie zu befreien. Und wie breche ich die Verzauberung? Es wird nicht leicht werden und ihr werdet schnell handeln müssen, aber es ist durchaus zu schaffen. Ihr werdet das dädrische Ritual umkehren müssen, was das Sammeln einiger eher grausiger Gegenstände erfordert. Dann müsst ihr euch genau an die Anweisungen halten, um den Zauber zu brechen. Einen Augenblick, ihr müsst mir helfen. Nein. Welche Gegenstände brauche ich für das Ritual? Ihr werdet die Herzen zweier unterschiedlicher Dädra besorgen müssen. Ein Scamp und ein Dremora sollten reichen. Sucht dann nach meiner Ritualkerze in Vanirs Scheune. Bringt die Gegenstände dorthin, wo Ingride in der Steinbrückenmühle liegt. Dort werdet ihr das Ritual durchführen. Puh, das klingt nach einem ziemlich langen Quest auf jeden Fall. Welches verwende ich als erstes? Bringt zuerst das Dremora-Herz als Opfergabe dar, um den dunklen Geist zu beschwören. Danach entzündet ihr die Ritualkerze, um ihn zu verzaubern. Und zum Abschluss opfert ihr dann das Scamp-Herz, um ihn zu bannen. Okay, Dremora-Herz. Macht euch das gut, da alles in genau dieser Reihenfolge getan werden muss. Dremora-Herz, Kerze, Scamp-Herz. Was geschieht, wenn ich eine falsche Reihenfolge benutze? Wenn man sich in derlei finsteren Praktiken versucht, ist nichts unmöglich. Ich schlage vor, dass ihr mit Vorsicht vorgeht und dafür sorgt, dass das Ritual richtig ausgeführt wird. Gern. Leb wohl, mein Freund, leb wohl. So, wo ist das jetzt? Ja, wusste ich doch. Wir müssen wieder hier runter in das Gebiet. Dann können wir ja erstmal mit dieser Marleen reden, würde ich sagen. Da fällt mir gerade auf, wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt zwei Fertigkeitspunkte, okay. So, da gucken wir nochmal kurz nach, ob wir hier vielleicht irgendwas Cooles verbessern können. Wir hatten jetzt auch schon wieder die Möglichkeit hier mit einschüchtern, aber ich will die eigentlich auch gar nicht einschüchtern, die Leute. Ah! Arcana Kämpfer mit einem ausgerüsteten Zweihänder erhöht die Chance, Statuseffekte wie Verbrennungen oder Erfrierungen zu erzielen um 50%. Wir haben zwar gerade, glaube ich, gar keine Waffe, bei der das relevant ist, aber weil wir sowieso genügend Fertigkeitspunkte haben und bestimmt auch mal irgendwann wieder eine Waffe haben, wo das relevant ist, nehmen wir das auf jeden Fall direkt. Arcana Kämpfer. Dann leveln wir das ja auch auf und die nächste Verbesserung gibt's ab Rang 46. Sehr cool. Vor allem 50% höhere Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich viel, finde ich. Nicht schlecht. Oh, und Umkehrschnitt ist auch fast aufgelevelt. Nice. Ja, dann gucken wir mal noch bei dem Rest nach. Schwere Rüstungen. Fester Stand brauchen wir nicht. Seelenmagie ist einfach nur Hexenzeug. Das brauchen wir auch nicht. Die Gilde einschüchternde Präsenz brauchen wir auch nicht. Die Gilde hatte auch nichts Cooles. Okay, rasant. Ab wann bekommen wir das? Ab Rang 25. Das dauert also noch etwas. Okay. Ja, dann würde ich sagen, oh, hier hat uns jemand erkannt. Haha, Paxis, Let's Play YouTuber. Wie kann ich ihn denn anflüstern? Ah, fertig, angeflüstert. So, du bist
der Erste, der mich deswegen anschreibt. Freut mich. Sehr schön. Schön, dann wirst du jetzt in einem dieser Videos zu sehen sein. Dauert aber. Aber noch. Das hier ist schon Folge 106 oder so. Ja, ich nehme immer auf, wenn ich das spiele. Das ist ja nice. Welches Level ist der? Level 15 erst. Was macht er mit Level 15 hier? Krass. Was machst du denn mit Level 15 schon in diesem Gebiet? Ist ja eigentlich ein ziemlich kleines Level, oder? Für dieses Gebiet hier. Okay. Warst auch schon auf den zwei Inseln, die man mit dem Schiff erreicht. Okay. Na gut, dann hast du wohl keine Ahnung, komisch. Ich bin erst etwas später auf die Inseln, hab aber alles aufgedeckt und geklärt, auch die Anker. Sind aber ziemlich langweilige Kämpfe, da man meist nichts weiter bekommt und die recht lang dauern. Nein, schafft man die auch nicht, aber meist kommen, wenn ein paar Leute, sobald ein Anker auftaucht. Waren aber so die ersten Massenschlachten bei den Ankern für mich daher irgendwie lustig. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, dass ich hier die ganze Zeit schreibe mit dem. Ich hatte immer Glück, dass da schon ein paar Leute gewartet haben oder dazu kamen. Gut, ich werde dann mal weiterziehen. Viel Glück und Spaß weiterhin. Achso, bisher nicht. Oh, fuck man, Schreiben nervt, aber so jetzt nochmal. Bin eher so der Einzelkämpfer. Ja, Spindeltiefen habe ich deswegen bisher noch nicht gemacht. Wenn du willst, können wir... Oh, ich hätte die allein nicht geschafft, deswegen wollte
sollte ich da später nochmal hin, wenn ich ein höheres Level habe. Nachrichtigungen. Freundesanfrage. Möchte mit euch befreundet sein. Okay, ich nehme es mal an. Das ist da bestimmt jetzt dieser Tanrik, denke ich mal. Sehr gut. So, gibt es noch irgendwas Spannendes oder können wir jetzt weiterziehen? Auf jeden Fall lustig, dass mich tatsächlich jemand erkennt. So, also ich meine, dass überhaupt jemand meine Videos angeguckt hat und danach meinen Namen im Spiel erkennt, weil man achtet ja meist nicht auf die Namen. Ich finde die Spindeltief nicht so berauschend. Jo, keine Ahnung. Als ich die damals einmal probiert habe, ich halt noch zu schwach und bin da nicht nochmal hin, werde das aber demnächst nochmal probieren. Ich denke, mittlerweile bin ich gut genug. Hab mich mittlerweile komplett auf zwei Händer geskillt. Würde jetzt keinen Sinn machen, auf Schild zu gehen. Hatte am Anfang eine Hand mit Schild, aber das irgendwie nicht so cool, weil Blocken mit Schild eher wenig gebracht hat und wollte dann mehr auf Schaden gehen. Aber habe mittlerweile schon ein paar coole Schilde gefunden gehabt, aber egal. Bleib jetzt bei zwei Händern. So, also wissen wir jetzt im Endeffekt auch, dass der Kollege, dass wir wohl die Spindeltiefen schaffen würden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dann demnächst nochmal zurückgehen. Oh, er ist ja schon weggeritten. Okay. Schön, dass ich einfach stehen bleibe und mit ihm weiter rede. Ja, er müsste ja trotzdem mit uns noch schreiben können. Aber er ist weggeritten, ja. Hab ich gar nicht gemerkt, wann ist er denn weggeritten? Naja, egal. Er wird schon nochmal schreiben, wenn er Lust hat, und nochmal antworten. Ansonsten wissen wir jetzt, wir können zurück. Vielleicht machen wir das sogar in der nächsten Folge, dass wir einfach nochmal zurückreiten und da dann versuchen, mal die Spindeltiefen zu machen. Warum reiten? Also ich will auf jeden Fall dann in dieses Gebiet nochmal reiten. Nee, Quatsch. In dieses Gebiet nochmal reiten, weil hier gab es ja diese drei Truhen auf allerengsten Raum. Und ja. Gucken wir mal, ne? Ja, ist auch gut. Rockt sicher auch. Hatte vorher einen Zauberer, aber ich kam mit denen nicht klar. In Spielen, wo ich alleine unterwegs bin, spiele ich fast immer Nahkämpfer, da mag ich Magier auch nicht wirklich. So, dann würde ich sagen, wir beenden hier erstmal die Aufnahme. Liken, kommentieren, abonnieren. Natürlich auch du, Tanrik, falls du diese Folge siehst, falls du die Videos noch anschaust, auch wenn dieses Video hier relativ spät kommt im Vergleich. Also das Ding ist, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, ist gerade mal Folge 42 erschienen auf meinem Kanal. Und das ist jetzt Folge 106 oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr späte Folge. Das kann also sein, dass ihr bis dahin meine Videos gar nicht mehr schaut. Mal schauen. Egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr auch so viel Spaß hattet an diesem Gespräch mit dem Tanrik. Und keine Sorge, ich werde nach dieser Folge direkt noch eine aufnehmen. Also sollte ich mich weiter mit ihm unterhalten können, dann werdet ihr das morgen sehen. In diesem Sinne, tschö, euer Paxis. Mir hat Spaß gemacht.